Was denken Sie über diese Demonstration? Scheiße alles. Warum scheiße? Ne, weil es gegen uns selbst geht. Wieso? Was gegen uns? Ja, die Ausländer haben noch mehr Rechte wie wir. Inwiefern? Ja, die dürfen sich alles leisten und wir nicht. Was dürfen sich denn Ausländer leisten, was sie sich nicht leisten? Die kriegen mehr vom Arbeitsamt wie alle anderen, genau wie Kindergärten und so. Wie viel kriegen sie denn mehr? Das kann ich nicht sagen jetzt, aber trotzdem. Also eine Zahl können Sie jetzt nicht sagen? Ne, Zahlen würde ich auch nie sagen. Zwei Jahrzehnte ist es nun her, als hier das dunkelste Kapitel der bundesrepublikanischen Geschichte geschrieben wurde. Damals, als 3000 Rostockerinnen das Gewaltmonopol übergeben wurde, damit sie das ausführen, was ihnen die Regierenden monatelang eingetrichtert haben, wofür sie aufgehetzt wurden. Eine Situation wie 1992 in Rostock-Lichtenhagen war nicht einmalig. Sie war damals nur die Spitze des Eisberges zahlreicher ähnlicher Vorkommnisse in Ost und West. Und auch da dürfen wir uns nichts vormachen, sie kann sich jederzeit wiederholen. Wir sehen heute am Beispiel der NSU, wie tief Teile des Staatsapparates und seiner Geheimdienste in den Naziterrorismus verstrickt sind. Und an der kapitalistischen Krisenpolitik sehen wir, wie mit der Verbreitung rassistischer Stereotype gegen angeblich faule Griechinnen und Griechen erneut Stimmung gemacht wird, um von den Profiteuren und Verursachern der Krise abzulenken. Einer Frau, die die deutschen Ostgebiete zurückhaben will. Er will deutsche Auslandseinsätze der Bundeswehr oder zumindest mehr. Er sagt, dass das Wort Überfremdung in Deutschland zu Unrecht kritisiert ist. Und so eine Person redet vor dem Sonnenblumenhaus, das ein Symbol international ist für deutsches Großmachtdenken, für deutschen Chauvinismus und für die Mordlust ganz normaler Deutscher. Und deswegen ist es eine Schande, dass so eine Person zeitnah zum 20. Jahrestag des Pogroms zum Ehrenbürger gemacht wird. Es ist eine Schande vor allem, wenn man die Opfer bedenkt, die Neonazis und deutsche Abschiebepolitik zu verantworten haben, dass diese Person am Sonntag vom Sonnenblumenhaus spricht.